I loved, I've left and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. Links ist das Bemühen um die größtmögliche Gerechtigkeit. Die Linke hat für mich dann Bedeutung, wenn sich die linken Parteien der Existenz jenes Bevölkerungsteils annehmen, der links denkt. Die Linke in wenigen Sekunden definiert die Konstruktion von Hoffnung. Links bedeutet die Pflicht jedes Bürgers, seine Freiheit und die der anderen zu verteidigen. Das heißt, Freiheit und Gerechtigkeit. Ich will eine Welt, die im Interesse der einfachen Leute geführt wird. Nicht der cleveren, nicht der reichen Leute. Not the clever people, not the rich people. Links ist eine Haltung, zu leben nach der Überzeugung, dass die Welt veränderbar ist. Sinistra significa per me. Links heißt Gerechtigkeit und Freiheit für jedes Individuum. Links ist dafür zu streiten, dass die Früchte der Globalisierung nicht nur einer kleinen privilegierten Minderheit, sondern der großen breiten Mehrheit der Menschheit tatsächlich zugutekommen. Ein Linker ist ein Mensch, der zwar zurückblicken könnte, aber nicht zurückblicken will. Er würde nach vorn sehen wollen, aber noch sieht er nichts. Nur Mut. Vorwärts und nicht vergessen. Eine andere Welt, doch möglich. Links von der realen. Die andere Welt existierte, real, bis 89. Die Mauer fiel, die sozialistische Utopie als Staatsform, weg. Und jetzt? Per cui con la caduta del muro di Berlino, la democrazia. Mit dem Fall der Berliner Mauer steht die westliche Demokratie auf einmal nackt da, wie der Kaiser in dem berühmten Märchen. O l'imperatore. Nackt, weil ohne Alibi. Sie kann die Schrecken des Totalitarismus nicht mehr nutzen, um die eigenen Widersprüche zu verbergen. Eine Arbeiterklasse in dem Sinne gibt es sozusagen, die ist am Verschwinden in Mitteleuropa. Zum Zweiten sind auch durch konkrete Beispiele diese Utopien bis auf die Knochen diskreditiert. Wie kann man eine Balance herstellen, dass man sozusagen aus dem wild wuchernden Kapitalismus einen sozusagen sozial geerdeten Kapitalismus macht, wo die Tugenden der Französischen Revolution irgendwie noch beherzigt und wahrgenommen werden. Gleichheit? Brüderlichkeit? Sind die Ideen der Französischen Revolution noch aktuell? Die Antwort darauf fällt schwer. Die europäischen Sozialdemokraten, sie wissen nicht so recht. Die Linke findet jedenfalls neue Fans und wird trotzdem nicht zur starken Macht. Sowohl der Staat als auch das Konzept der Politik befinden sich in einer Krise. Der Wert einer auf Demokratie, Verfassung und freien Wahlen beruhenden Politik erscheint heute fragwürdig.
Und das verändert die politische Situation der Menschen von heute radikal, weil sie nicht an das glauben können, was für uns selbstverständlich war. The communist parties have virtually disappeared, except in one or two places in the Third World. Die kommunistischen Parteien sind praktisch verschwunden, bis auf ein paar in der Dritten Welt. Und selbst wo sie nicht untergegangen sind, haben sie sich mehr zu sozialdemokratischen Parteien verwandelt. Mit zweifelhaftem Erfolg, wie in Italien. Doubtful success, as in Italy. Within each of these, innerhalb dieser Parteien gibt es eine Linke, aber nur als Minderheit. Ich glaube, die Linke war in meinem ganzen Leben noch nie in einer so schwachen Position wie heute. Die Linke, wäre sie stärker, wenn alle das Gleiche meinten, mit links und mit rechts? Links. In den ehemaligen kommunistischen Ländern weckt das unerfreuliche Erinnerungen. Polizeistaat, Überwachung. Dieselben Erinnerungen leben in Spanien, an rechts, an das Franco-Regime. Links, rechts, ist der Unterschied so eindeutig? Qual era la sinistra in Polonia prima dell'89? Was war die Linke in Polen 89? Ich hatte Freunde in Polen. Für mich waren sie links, denn wir teilten die gleichen Werte und Ideen. Sie hießen Jacek Kuron, Karol Masilewski, Adam Michnik. Für den offiziellen Kommunismus galten sie als die Rechten. Dal punto di vista del comunismo ufficiale, loro invece erano. Ich habe sie immer als links betrachtet. Alle, die die Länder im Osten besuchten, die der kommunistischen Diktatur angeglichen waren, sahen das so. Wenn Ceausescu wirklich ein Mann der Linken war, wollten wir mit dieser Linken nichts zu tun haben. Und das ist logisch und natürlich. Ich glaube, dass die Rechte, zum Beispiel auch in Spanien, das eine Diktatur erlebte, einen autoritären rechten Staat über viele Jahre hin, dass die Rechte immer ein schlechtes Image hat, eine schlechte Presse, die Konservativen mit eingeschlossen. In Spanien gibt es wenige Konservative, die zugeben würden, dass sie rechts sind oder die sich als Rechte bezeichnen würden. Denn das Wort rechts klingt nach autoritärem Regime, nach Diktatur, in unserem Land. In anderen Ländern muss es nicht so sein. In den Ostländern geschieht dasselbe, jedoch mit der Linken. Das heißt, das Wort links klingt nach Diktatur, Polizei, Politik, mit kultureller Zensur, praktisch nach allem, wofür die falsche Linke in diesen Ländern stand. Die ungarische Linke war der Nutznießer des vergangenen Systems und somit auch die Mehrheit der heutigen Linken, wenn man das so sagen kann. Deshalb stehen manche Politiker nicht nur nackt da, sondern haben teilweise mehrere Kleider, was im politischen Leben gewisse Probleme verursacht. Es vollzieht sich auch ein gewisser Systemwechsel innerhalb der Linken selbst, mit dem die jungen ungarischen Politiker kommen. Aber leider sind diese jungen Politiker unglaublich unsympathisch. Um nichts sind sie überlegen als die Rechten, um nichts besser. Ihr Gesichtsausdruck ist nicht im geringsten menschlicher als jener der Rechten. Die Austauschbarkeit der Gesichter. Der Nobelpreisträger Dario Fo treibt sie auf die Spitze. In seinem Stück Das anomale Doppelhirn spielt er einen absurden Zwerg mit zwei Gehirnen. Aus ihm sprechen Berlusconi und Putin gleichzeitig mit einer Stimme. Ma
Man muss eine neue Form finden. Sonst machen wir nichts anderes, als eine Form der Macht durch eine andere zu ersetzen, die derjenigen gleicht, die abgesetzt wurde. Wir müssen klar machen, was wir wollen. Jerzy Silny aus Tschechien weiß, was er will. Und er weiß seit seiner Studentenzeit im Prager Frühling, man braucht Geduld, um erfolgreich zu sein. Der hussitische Pfarrer kämpft für Schuldenerlass und Menschenrechte. Er hat die Kirchenarbeit verlassen und in Prag die Nichtregierungsorganisation Ökumenische Akademie gegründet. Nach der Wende war ganz überraschend, wie schnell sich die Zivilgesellschaft etabliert hat, wie viele NGOs entstanden sind, verschiedene Vereine. Und da habe ich nach längerer Vorbereitung und mit Hilfe von den deutschen Kirchen und von anderen, von der europäischen Verband der Akademien, diese Institution gegründet. Die ursprüngliche Bedeutung dieses griechischen Begriffes war die bewohnte Erde. Das ist die Ökumene, Oikumene. Und eigentlich tendieren wir immer mehr dazu, zu diesem breiten Begriff, dass Ökumene heißt, die Leute, die sich um die bewohnte Erde kümmern. El Demócrata no es un fruto que nace silvestre, no? Como los geranios. Der Demokrat ist keine Frucht, die wild wächst, wie die Geranie oder der Kaktus. Man muss ihn gesellschaftlich erzeugen. Die erste Aufgabe der Demokratien besteht darin, Demokraten zu schaffen. Menschen, die fähig sind, auf zivile Weise die demokratischen Garantien und Freiheiten zu nutzen. Man muss die Menschen zum Einschreiten erziehen. Der Kampf um Schuldenerlass führte zu ersten Erfolgen globaler linker Ideen. Jerzy Silny geht den Weg auf seine Art weiter. Mit seiner ökumenischen Akademie betreibt er in Prag den ersten Fairtrade-Handel in Tschechien. Die Idee, die dahinter stand, war, wenn wir uns mit Bildung beschäftigen, dann haben wir uns gedacht, wir müssen ein exemplarisches Projekt machen, damit wir auch konkret was helfen. Der faire Handel ist wirklich eine Alternative, weil da sind die Interessen der Kunden, aber auch der Produzenten gleichberechtigt behandelt. Aber gleichzeitig geschieht dabei was, und das ist ein linkes Thema, dass die Entfremdung dieser ökonomischen Beziehungen beseitigt ist, weil da entstehen auch die direkte Verbindungen zwischen den Kunden und den Produzenten. Da kann man bei jedem Produkt auch den Weg bis hin zu der Produktion und zu den Menschen, die das produzieren, knüpfen. Und das ist ein sehr wichtiger Bestandteil auch unserer Bildungsarbeit. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, schrieb Albert Camus. Sisyphos, der seinen schweren Stein immer von Neuem hochwälzt, mit immer neuer Hoffnung. War Sisyphos vielleicht der erste Linke? Er trug den unbeirrbaren Glauben an Veränderung in die Welt. Links lebt. Gut, aber wo? Um zu verstehen, wo die Linke heute steht, muss am Anfang das Eingeständnis kommen, dass die Linke eine gigantische Niederlage in den vergangenen 10 Jahren erlitten hat. Entgegen allen Erkenntnissen der vorangegangenen Jahrzehnte, ja vielleicht sogar Jahrhunderte, hat sich in der Politik in den demokratischen Ländern eine Ideologie durchgesetzt, die besagt, wir müssen Einkommen polarisieren, wir müssen die Klassengesellschaft im gewissen Sinne wiederherstellen, neu nach oben und unten sortieren, damit die Wirtschaft floriert. Und das bedeutet natürlich eine gigantische Spaltung der Gesellschaft. Das fing in Großbritannien und Amerika Anfang der 80er Jahre an und hat sich seitdem
mehr oder weniger rund um den Globus fortgesetzt und die Linke hatte dem über Jahre überhaupt nichts entgegenzusetzen. Es hat sich in den vergangenen, sage ich jetzt mal so 3 bis 4 Jahren, ein bisschen was geändert mit der globalisierungskritischen Bewegung, mit neuen Theoretikern, die Bücher geschrieben haben, die versucht haben, das auseinanderzunehmen und zu belegen, dass diese Art der Politik der Mehrheit der Menschheit schadet. Aber im Grunde muss man, sage ich mal, im historischen Vergleich sehen, steht die neue Linke heutzutage da, wo vielleicht die erste linke Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts irgendwann um 1850 stand. Also, es geht wieder ganz von vorne los. Der Sozialstaat ist angezählt. Proteste, Kundgebungen gegen Sozialabbau nehmen zu. Politische Inhalte sind wieder angesagt, auch in der Popmusik. Die Sängerin und Liedtexterin Lola Lafont lebt in Paris. Sie tritt mit ihrer Gruppe Les Vas auf. Ihr Thema soziale Gerechtigkeit und Unterdrückung. Oh, hallo! Puisqu'on est là à parler de précarité, on va faire un petit voyage vers les pays de l'Est. Ah, parce que finalement, c'est quand même que là-bas, ça se passe pas mal aussi. Alors, on va accueillir le groupe Les Vas. On accueille, merci, Les Vas! Das nächste Lied ist für alle Frauen, die im Schweigen verharren. Vu l'ambiance dérapage à tous les étages, je balancerai bien mes petits ressentiments. Mais paraît que je suis une fille et une fille n'en a pas. Je vois mal comment on peut écrire des choses qui n'ont. Ich verstehe nicht, wie man Dinge schreiben kann, die überhaupt keinen Bezug haben zur Gesellschaft, in der wir leben. Das finde ich wirklich sehr schwierig. Musik machen heißt, auch sich zu engagieren, zu wählen. Nur wenn man unabhängig ist, kann man wählen, hierhin oder dorthin zu gehen. Es ist ein langer Weg, der einigermaßen zusammenhängend aussehen soll, damit man sich jeden Morgen wieder im Spiegel ansehen kann. Get up, stand up for your rights. In den 70ern konnte das die ganze Welt mitsingen. Die Helden des Protestgesangs beherrschten die Popkultur. Lola Lafont und ihresgleichen sind heute Einzelkämpfer. Aber ihre Stimmen werden lauter. Nur passt der Begriff links noch für diesen Protest? Für den Kampf um eine andere Welt? Ich glaube, dass wir da mit diesen Etiketten links und rechts überhaupt nicht mehr weiterkommen. Das ist ähnlich wie beim Konzertpublikum in der Philharmonie. Das ist auch nicht mehr das Bildungsbürgertum. Und die, die bei Attac mitmachen, sind auch nicht die Linken. Sondern es ist ein ganz diffuses Konglomerat von Leuten, die an einem Punkt oder 3 Punkten oder auch 5 sozusagen da etwas formuliert finden, was sie grundsätzlich stört, ärgert, womit sie nicht einverstanden sind. Es war einmal eine Zeit, als es eine gemeinsame theoretische Basis gab, als alle ihren Marx, ihren Engels gelesen hatten, ihren Sartre, sogar ihren Mao liebten und genau wussten, wovon sie redeten. Und heute? No Marx, no Logo? Zählen sie nicht mehr die Grundsatzwerke und ihre Autoren? Doch, es hat uns noch einiges zu sagen, das kleine freche Wörtchen links. Der Begriff Linke bezeichnet Menschen, die trotz völlig verschiedener Weltsichten ein gewisser politischer Widerstand eint. Doch es existiert die Notwendigkeit des gesellschaftlichen Kampfes, die sich oft noch auf veraltete Schemata gründet. Auf der konzeptuellen Ebene gibt es Versuche, neue Gesellschaftsmodelle zu erstellen, die aber noch nicht in konkrete politische Vorschläge umgesetzt wurden. Madrid. Die Künstlergruppe El Perro sprengt die Hassobjekte gleich in die Luft.
wenn auch nur virtuell, per Videoinstallation. Mit einem großen fahrbaren Beamer auf dem Autodach projiziert El Perro Explosionen auf Banken und öffentliche Gebäude. Es war einmal. Eine aufsässige Schar junger österreichischer Architekten, die nannten sich Zündab und Coop Himmelblau. Sie träumten vom Paradies in einer großen Blase, bereit für ihre Ideen Berge, ja die ganzen Alpen zu versetzen. Nur durch spezifisch alpine Architektur kann unser Land vor der rasch um sich greifenden, nützlich verblödelten Bauweise gerettet werden. Links, alpin und nicht verblödelt. Ein ungewöhnliches Architekturprojekt entstand im Gebirgsdorf Blonz. Nach einem Lawinenunglück war dort für lange Zeit die dörfliche Identität zerstört. Das neue Gemeindezentrum verkörpert nun den Traum von einer modernen alpinen Solidargemeinschaft. Alles unter einem Dach. Geschäft, Verwaltung, Bibliothek, Gasthaus, Schule. Grundsätzlich jedes Gebäude ist ein Gebrauchsgegenstand, und wird hoffentlich nie fertig und kriegt hier seine persönliche finale Identität durch den Abdruck der Benutzung. Einfach, das ist einfach. Und wenn ein Gebäude das nicht aushält, dann ist es ein schlechtes Gebäude. Wenn es so finnisch designt ist, dass wenn ich den Aschenbecher falsch am Tisch stelle oder die Zeitung falsch da liegt, dann habe ich was falsch gemacht. Wenn ich das, weil den degradiere ich den Benutzer zum lästigen Füllmaterial einer eitlen Selbstinszenierung. Und das kann's nicht sein. Nachhaltigkeit und dörfliche Identität. Für Bruno Spergoller ist beides gleich wichtig. Für die Bewohner von Blonz gelten Schutzwald und Holz seit der Lawine als Symbol für ihre Sicherheit. In Spergollers Bauten wird deshalb das Holz zum Teil eines gesellschaftlichen Konzepts, in dem Natur und menschliche Gemeinschaft gleich viel zählen. Früher war das so, dass wir das nicht alles so zentral beisammen hatten. Also Gasthaus, Laden, die Bank. Jetzt spürt man, wenn man jetzt sich das ganze Dorfgeschehen anschaut, spürt man, es ist was los, da bewegt sich was. Das Annehmen, das Binden, das Einbinden in den Lebensalltag der Menschen ist mir wichtig, und dass man so den Ort, an dem man als Architekt arbeitet, dass man den wirklich genau kennt, dass man aus dem etwas macht, aus dem Ort heraus in den Ort hinein. La visión de la izquierda es la visión de que la sociedad. Die Linke hat die Vision, dass Gesellschaft mehr bedeutet als die einfache Aufeinanderschichtung von Individuen. Dass man soziale Räume braucht, eine Umverteilung des Reichtums, eine Reihe von Bereichen, die in der Hand einer gemeinschaftlichen Autorität liegen. Bildung, soziale Sicherheit und so weiter. Das Individuum muss geschützt sein und seinerseits Eigeninitiative innerhalb der Gesellschaft ergreifen. Die Gesellschaft nicht einfach als Kampfplatz sehen, der einen gegen die anderen, sondern etwas schaffen, das den Namen Gesellschaft wirklich verdient. Crear algo que verdaderamente responda al nombre de sociedad. Alors que je crois que l'avenir de la gauche, ça j'en suis sûr, passe par une pensée de la complexité du monde. Die Zukunft der Linken heißt, die Komplexität der Welt neu zu denken. Und vorerst geht es um diese Komplexität, neue Werkzeuge für ein neues Denken zu ersinnen und dann darum, nachzudenken, wie man sie zu Werkzeugen für den politischen Kampf machen kann. Zwei Dinge gehen nicht zusammen. Es gibt viele politische Vorkämpfer, die nach neuen Konzepten suchen, die auch für die neue Weltsituation brauchbar sind. Und dann gibt es viele kämpferische Leute, die, wie wir in unserer Jugend, es nicht abwarten können, die Welt zu verändern, aber die ein bisschen wie Handwerker ohne Werkzeug sind. Die Zukunft der Linken wird sich früher oder später in einer Annäherung dieser beiden Ebenen finden, der Analyse und der aktiven Weltveränderung. Par le rapprochement
de ces deux niveaux de compréhension et d'activité pour transformer le monde. Non, on ne veut plus de guerre. Non, on vient stopper. Democracy, das neue Projekt von El Perro. Eine Skulptur in Lebensgröße. Das verlassene Gefängnis Carabanchel am Stadtrand von Madrid, in der Franco-Ära Schauplatz von Folter und Gewalt, ist der ideale Drehort für das Video zu ihrem Projekt. Wir drehen ein Video mit dem Titel Democracy Shop. Damit bauen wir die bestehende Arbeit Democracy aus. Und es ist auch eine Art Erweiterung der Marke Demokratie. Mit diesem Video versuchen wir, uns der Figur des jungen Rebellen anzunähern. Etwas, das klar der Welt des Kommerzes angehört. Und dazu passt die Skateboard-Kultur genau. Wir haben dafür eine Umgebung gewählt, die das Gegenteil von Freiheit suggeriert und außerdem die Nähe zu den Folterbildern verdeutlicht, die wir aus dem Irakkrieg kennen. Zwei Vorstellungen haben wir so miteinander verknüpft. Die Idee des jungen Rebellen als Markenzeichen in einem Raum, in dem keine Freiheit existiert. Demokratie, eine jahrtausendealte Hoffnung, der Kern der amerikanischen Verfassung, der ältesten noch geltenden Verfassung der Welt, aber auch noch gültigen? Sie entstand gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Zur gleichen Zeit wird der Begriff links geboren, in der Französischen Revolution. Im ersten französischen Parlament saß der Adel rechts, die Vertreter des Volkes links. Damals noch eine rein räumliche Zuordnung, keine politische. Der Deutsche Bundestag. Die Sozialdemokraten sitzen links. Wie viele Arbeiter gibt es unter den sozialdemokratischen Abgeordneten? Einen. Anton Schaaf. Er war Kraftfahrer, Mülllader, Betriebsratsvorsitzender. Wie sieht das Volk, das er vertreten soll, heute aus? Es gibt dieses Klientel noch. Ob es jetzt der klassische Arbeiter ist oder ob es Menschen sind, die im Dienstleistungsbereich sind oder im Bereich der Verwaltung arbeiten, es gibt dieses Klientel noch. Es gibt immer noch Menschen, die sind darauf angewiesen, dass andere ihre Interessen vertreten. Das ist doch überhaupt nicht. Und vor allen Dingen natürlich auch die sozial Schwächeren. Wir haben Menschen, 5,2 Millionen Menschen unter Arbeit zurzeit. Die haben Anspruch darauf, dass ihre Interessen vertreten werden, dass man sich um sie kümmert. Wir haben Menschen, die arbeiten für Billiglöhne, für Niedriglöhne. Wir haben Menschen, die arbeiten für 1 Euro, so genannt für 1 Euro. So, wir haben lauter Menschen, die darauf angewiesen sind, dass Politik ihre Interessen vertritt. Und wenn wir es nicht machen, Sozialdemokratie, wer denn dann? Und genau das machen die sozialdemokratischen Parteien in Europa. Sie gestalten sozusagen die Globalisierung, die Herausforderungen, die sich durch Globalisierung ergeben haben. Aber es ist ja hochspannend, dass immer dann, wenn es nicht so gut läuft, sozusagen der Kapitalismus in Frage gestellt wird. Solange es gut läuft, nie. Also solange Teilhabe innerhalb des Kapitalismus gewährleistet ist, solange wir da sozusagen immer beteiligt waren, als Gewinner des Wachstums, des ökonomischen, wird er nie in Frage gestellt. Dann, wo es schwierig wird, da, wo es Schwierigkeiten gibt und Probleme gibt, da wird er dann auf einmal aus allen möglichen Ecken wieder in Frage gestellt. Die linken Werte stehen in allen sozialdemokratischen Parteiprogrammen. Doch was wird aus ihnen? Es herrscht nicht die Politik, sondern der Finanzmarkt. So wird uns Bürgern vermittelt. Aber ist sie wirklich so unüberwindbar, die Dominanz der Konzerne? Was die Macht angeht, der Konzerne angeht, ja, im Rahmen von Globalisierung hat sich da vieles verändert. Das ist wirklich wahr. Das ist, weil wir sozusagen auch nicht mehr direkt in Verantwortung nehmen können. Den Konzern, der in Amerika sitzt, aber hier seine Geschäfte macht, den kann man nicht direkt in Verantwortung nehmen. Auch nicht in die soziale Verantwortung. Was es zuallererst zu bekämpfen gilt, ist die ungeheure Machtkonzentration in weltumspannenden Konzernen, die aus dieser großen Investitionsmacht, über die sie verfügen, Regierungen in demokratischen Ländern mehr oder weniger vor sich hertreiben können. Ich meine, herausragendes Beispiel in dieser Zeit, ne, war die rot-grüne Regierung in Deutschland.
die dazu gebracht werden konnte, genau das Gegenteil von dem zu tun, was in ihren Wahlprogrammen steht. Ja, sie haben eine Steuerreform und eine Arbeitsmarktreform gegen die Mehrheit der Bevölkerung gemacht. Und obwohl sie vor der Wahl das Gegenteil versprochen haben, das haben die nicht aus Bosheit getan und weil es gemeine Menschen sind, sondern sie haben es getan, weil sie sich der Macht der Konzerne gebeugt haben, die ihnen gedroht haben, wir investieren in Deutschland nicht mehr, wenn ihr nicht Folgendes und Folgendes und Folgendes tut. Das läuft nicht so direkt und so offen und nicht so verschwörerisch, wie ich das jetzt formuliere, sondern es geht indirekt und mit dem Spiel über die Medien, aber de facto ist es so. Es hat ja auch tatsächlich Konflikte gegeben, gerade in der ersten Regierungszeit von Rot-Grün, wo zum Beispiel die großen Versicherungskonzerne gesagt haben, dann kaufen wir keine deutschen Anleihen mehr. Das hätte bedeutet, der Zins wäre explodiert, die Investitionen wären zusammengebrochen und Deutschland wäre in eine riesige Rezession reingeraten, wenn es tatsächlich dazu gekommen wäre, dass die großen Versicherungskonzerne keine deutschen Anleihen mehr kaufen. Insofern, sie haben einfach eine wahnsinnige Macht. Und diese Macht erstens zu analysieren, zweitens öffentlich zu machen und drittens in Frage zu stellen und zu sagen, das ist undemokratisch, diese Art von unkontrollierter Macht. Das ist, glaube ich, die primäre Aufgabe der Neuen Linken. Wenn man sich aber jetzt sozusagen vor dem Hintergrund dessen, was die verschiedenen Lager realpolitisch machen, fragt, hat die Linke eine Zukunft? Dann sage ich, wird sie haben, wird sie unbedingt haben, weil wir brauchen dann die Linke, wenn wir sie so definieren. Nämlich Kapitalismus menschlich gestalten. Und wenn mich da einer fragt, werden wir das auch in Zukunft noch erleben, also sozusagen, wenn man dann links so bezeichnet, dann sage ich, ja, wir werden es brauchen. Ja, wir werden es definitiv brauchen und deswegen wird die Linke in Europa nicht aussterben. Irgendwie ein romantisches Wort. Was? Na Arbeiter, du Prolet. Arbeiterklasse, Arbeiterfaust. Was soll denn das? Ach, die Zeiten sind dahin. Heutzutage ist der Arbeiter ein Mensch wie du und ich. Was du meinst, ist der Proletarier. Ach, ist das nicht dasselbe? Nee, Proletarier ist anders. Der Proletarier kommt von der Schicht nach Hause. Er geht gebeugt. An seinen Händen klebt Arbeit. Sie fallen schwer oder sie ballen sich zur Faust. Dann hat der Proletarier stumme Wut. Der Proletarier spricht eine Kunstsprache, die er meist aufrührerisch im Chor murmelt. Murmel, murmel. Traurige Zeiten, dass ich muss murmeln im Chor. Murmeln, murmeln. Dann kann der Proletarier nicht mehr beten. Nego! Wir hatten es sehr viel besser. Wir waren wirklich getragen von einer Ideologie, von dem ganz festen Glauben, dass eine Revolution möglich ist und kommen kann und kommen wird. Und das ist eben weg. Ja. Ein ganz großer Unterschied, sage ich jetzt mal, zu der träumerischen und utopischen Zeit der Linken in den 70er Jahren ist, dass es heute kein Idealmodell von Gesellschaft mehr gibt, für das die Linke kämpft. Ich kann es jedenfalls nicht erkennen. Es geht nicht ohne die Parteien, aber die müssen ja angeschoben werden durch andere Bewegungen. Die müssen halt gezwungen werden, sich anders zu entwickeln, wie es eben der APO damals gelungen ist, Willy Brandt auf den Thron zu setzen. Das wäre sonst nicht passiert. Also Deutschland hat dadurch einen unglaublichen Schub bekommen. Keiner ahnt mehr heute, wie viel liberaler Deutschland heute ist als damals, ja, als vorher. Ain't got the change of a nickel. Liberaler, ja. Sogar neoliberaler. Die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich wird drastischer. Geht es zurück zur Klassengesellschaft? Wer wird sich in Deutschland für die Schwachen stark machen können? Etwa die Sozialdemokraten? Genau daran zweifelte das Volk, wie die Bundestagswahl 2005 zeigte. Darum konnte in Deutschland jetzt eine vereinigte Linkspartei gegründet werden, die sogar mit 8% ins Parlament eingezogen ist. Insofern hat die Linke in Deutschland jetzt wieder eine strukturelle Mehrheit, gemeinsam mit SPD und Grünen. Nur weiß man noch nicht genau, was dabei rauskommen wird, weil diese neue Linkspartei hat sich noch nicht wirklich entschieden, ob sie eine nationale Schutzpartei
für mehr soziale Sicherheit sein will oder tatsächlich Teil einer weltweiten Bewegung für eine solidarisch organisierte Globalisierung. Sie haben vor allem überhaupt keine internationale Perspektive. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn die Linke eine politische große Zukunft haben wird, dann muss es eine international organisierte sein. Es gibt keine nationalen Lösungen. Wenn ich mir ansehe, wie sich ein Großteil der offiziellen Linken in Italien oder in Frankreich bewegt, auch in Deutschland oder sogar in England, wo es praktisch keine Linke mehr gibt, bin ich nicht sehr optimistisch. Ich glaube, dass die Linke, so wie sie ist, keine Zukunft hat. Wenn sie wieder etwas zählen will, wird sie gezwungen sein, sich neu zu erfinden. Der globale Moloch scheint übermächtig. Können Parteien und seines neu Erfundene überhaupt etwas gegen ihn ausrichten? Wir werden ernst genommen in Deutschland als Linkskraft. Also ich denke, dass die traditionellen Parteien heute äußerst antiquierte Elemente sind. Obwohl es noch Menschen gibt, die glauben, politische Parteien seien etwas Ewiges. Die politischen Parteien entstanden im auslaufenden 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert. Sie sind etwas historisch Festgelegtes. Deshalb können sie auch überholt sein, sich ändern oder sich anderen neuen Konzepten öffnen. Sicherlich ist es richtig, dass Parteien, die auf geschlossenen Weltbildern beruhen, sich überlebt haben. Ja? So wie eben die klassische Arbeiterpartei oder die klassische bürgerlich-konservativ-christliche Partei. So, dieses Parteienbild hat sich überlebt. Aber dass man irgendwelche Formen von Organisationen braucht, um demokratische Mehrheiten zu organisieren, da sehe ich überhaupt keine Alternative, muss ich sagen. Ob die sich nun noch Parteien schimpfen oder ob man dafür einen neuen Begriff findet, ändert nichts daran. Am Ende muss man Mittel und Wege finden, um sich Legitimation für politische Entscheidungen durch demokratische Mehrheiten zu verschaffen. Parteien, Bewegungen, Nichtregierungsorganisationen, Initiativen. In Großbritannien geht Salma Yaqub einen neuen Weg. Die Britin und fortschrittliche Muslimin, Mutter von drei Kindern, gründete als Antwort auf den 11. September Respect, eine Mischung aus Partei und Bewegung, entstanden in ihrem Wohnzimmer in Birmingham. In kurzer Zeit konnte Respect 2 Millionen Wähler für sich gewinnen, was der Labour Party bei den Wahlen 2004 erheblich zu schaffen machte. Der Name steht für Respekt, Gleichheit, Sozialismus, Frieden, Umwelt, Gemeinschaft, Gewerkschaftsbewegungen. Also Respect wurde gegründet, um zu sagen, dass wir eine ethische Außenpolitik und eine ethische Innenpolitik fordern. Und während wir weiter auf der Straße demonstrieren, suchen wir auch die Herausforderung innerhalb des Wahlprozesses. Was wir in den letzten Jahren in der britischen Politik gesehen haben, ist eine Verschiebung nach rechts, sodass die Politik der Labour-Partei, die als linke Partei gesehen wurde, keinen Unterschied mehr macht zu den Konservativen. Dann ist da noch eine andere Partei, die sich die Liberaldemokraten nennt. Aber selbst in deren Politik scheint es keine klare Unterscheidung zu geben. Es besteht also ein Vakuum dort, wo die Labour-Partei früher stand. Die Blair-Linke New Labour hat praktisch nichts mehr mit der Tradition der Labour Party gemeinsam. Nicht zu vergessen, 1995 wurde das Ziel des Sozialismus offiziell aufgegeben. Respect wollte sagen, lasst uns die Menschen, die vielleicht desillusioniert sind und normalerweise nicht wählen, zum Wählen bringen. Und wenn man unseren Kampagnen zusieht, sagen die meisten, eigentlich wollte ich gar nicht wählen, aber jetzt, wo es euch gibt, werde ich wählen. Ich sehe das als sehr wichtigen Katalysator für mehr Demokratie und nicht nur für uns. Respect ist nicht, ach, wir übernehmen jetzt die Macht und machen alles wieder so toll, wie es war. Es ist ein langer, langer Kampf. Aber ich sehe Respect als einen Katalysator, um die Demokratie im Ganzen zu stärken. Denn auch die anderen Parteien müssen deshalb jetzt Kampagnen führen. Los griegos en la democracia griega
In der griechischen Demokratie bezeichnete das Wort Idiot denjenigen, der sich am Rand der politischen Parteien und des politischen Lebens hielt, das heißt, der außerhalb dessen stehen wollte, was in der Gesellschaft geschah. Also muss man die Jugend dazu erziehen, keine Idioten zu sein, damit sie am öffentlichen Leben teilnehmen und es nicht einfach in die Hände kleiner Gruppen geben. Um das Böse in der Welt siegen zu lassen, reicht es schon, dass die Menschen, die es verhindern könnten, einfach nichts tun. Daher muss man diese Menschen dazu bringen, auf die Straße zu gehen. Auf dem Makadam Partisan, die Ursche Krasche Aschana, eine neue Zeit ist dann. Astrologen schwelle Zeit, Alter, das Wassermann. Kein Stern am Firmament, das Pentagramm, kreuzt den Pentagon, schmaßt der Plan. Aus den weiten Kasachstans bis in die Höhen der Golan. Klingt die Stimme der Massen, righteous wie Buster Chance. Verlässt, dann müssen gehen, sie haben zu lang abgesahnt. Nicht Minister, nicht Krieg, das ist fast. Die besondere Situation, und das hat sich radikal verändert gegenüber allem, was es früher gab, ungefähr seit 10 Jahren gibt es die Möglichkeit, eine wirkliche internationale zu schaffen. Das, wovon frühere linke Bewegungen immer nur geträumt haben, ist mit modernen Kommunikationsmitteln möglich und wurde ja auch im Einzelfall schon demonstriert. Man denke an den 15. Februar 2003, als in 50 Metropolen der Welt mehr oder weniger gleichzeitig nur durch die Zeitzonen verschoben demonstriert wurde. Sowas wäre früher gar nicht gegangen, wäre gar nicht organisierbar gewesen. Heute geht es und daraus könnte die neue Bewegung auch eine unglaubliche Stärke entfalten. Und ehrlich gesagt, ich glaube, man kann der großen Machtkonzentration in den Konzernen überhaupt auch nur auf dieser Ebene begegnen. Man kann sicherlich einzelne Nationalstaaten in vorrevolutionäre Situationen bringen, wenn es schlimm zugeht, aber es würde nichts ändern. Wir müssen die Globalisierung politisieren, wir müssen sie demokratisieren und wir müssen sie in andere Lebensbereiche ausweiten. Also Globalisierung von unten statt nur Globalisierung von oben. Das ist der Ausweg. Im Herzen des East Ends von London arbeitet Guy Taylor daran, von unten den Protest zu globalisieren. Globalize Resistance heißt die Organisation, die er ins Leben gerufen hat. Sie koordiniert den Protest weltweit, zusammen mit Attac in Deutschland und Frankreich und den Bewegungen in Lateinamerika. Die Kommandozentrale, ein Büro von gerade mal 20 Quadratmetern. Kleine Struktur, große Wirkung. Die Nichtregierungsorganisationen kennen keine Bürokratie. Mobilität, geistige und organisatorische, das ist ihre Stärke. All die Probleme, die wir heutzutage haben, ob es nun Schulden sind, Krieg oder Neoliberalismus, alles, mit dem wir heutzutage konfrontiert sind, ist nur zu lösen, wenn wir international arbeiten. Das ist der Schlüssel. Das wahrscheinlich erstaunlichste Beispiel ist die größte internationale Demonstration der Welt vom 15. Februar 2003. Und ich denke, die Bewegung für globale Gerechtigkeit hat viel zu deren Erfolg beigetragen. Die Aktivisten von Globalized Resistance und anderen Gruppen des Europäischen Sozialen Forums haben versucht, große internationale Aktionstage zu organisieren. Das ist der einzige Weg nach vorne, weil der Kapitalismus international agiert und weil die Bewegungen von Geld und Menschen rund um die Welt ein Thema sind, das jeden angehen muss. Nur international können wir unsere Probleme lösen. Ich glaube an Menschen, nicht an Profit. Das ist einer der Slogans der neuen Bewegung. Das ist doch das Gleiche, worüber die Menschen schon seit vielen Jahren streiten. Die Idee, dass einfache Leute anständige Arbeitsbedingungen, anständige Bezahlungen und anständige Lebensbedingungen haben, das bleibt eine Priorität gegenüber den Profiten der großen Firmen. Es ist vielleicht eine alte linke Idee, die neue organisatorische Begriffe erhält, aber im Prinzip ist es dasselbe. Es war einmal eine alte linke Idee, dass sich die Linke international organisieren muss, um erfolgreich zu sein. Alle Völker dieser Erde, vereinigt euch. Gegen wen? Gegen das Kapital, damals wie heute.
gegen die skrupellosen Dschungelkapitalisten, die keinen Gedanken an die Armut verschwenden, die sie produzieren. Ihre globale Verflochtenheit bloßlegen, sie aus ihrer Anonymität zwingen. Das wollen die neuen Bewegungen. They can mobilize a smallish group of people, internationally speaking or even nationally speaking. Sie können in kleinem Umfang Menschen international oder sogar national mobilisieren, die sehr aktiv sind und die selbst Aktivisten sind. Sie können keine Massen direkt mobilisieren, wie früher die traditionellen Massenparteien, die das auch nur deshalb vermochten, weil es einen Mechanismus der Mobilisierung einschließlich der Wahlen gab. Der große Vorteil dieser neuen Bewegung ist, wie gesagt, dass sie gelernt haben, transnational zu operieren. Mit anderen Worten, sie können den globalen Problemen, die wir haben, begegnen. In dem Zustand, in dem die Bewegung jetzt ist, ist sie gemessen an ihren Aufgaben nach wie vor embryonal. Also, sie hat mal ganz kurz bei einzelnen großen Aktionen wie gegen den Irakkrieg oder beim G8-Gipfel in Genua so ein bisschen über die Oberfläche geguckt und gezeigt, was denn sein könnte, wenn man wirklich auf Dauer präsent wäre auf der internationalen Bühne. Und in den Momenten wurde ja auch viel bewegt. Da hat man ja gesehen, die angeblich so bösen Medien, in dem Moment, wo 200.000 junge Leute in Genua auf der Straße gingen, standen die Medien auf ihrer Seite. Ne, weil Medien sind populistisch, per Definition. Ja, sie können das nicht einfach ignorieren. Insofern, wenn die Bewegung sich weiter internationalisiert und ihre Strukturen professionalisiert und eben viele Menschen gleichzeitig in vielen Ländern mobilisieren kann, dann kann sie Großes erreichen. Das Ökozentrum Verden bei Bremen. Hier wurde Attac Deutschland gegründet. Hier ist auch der Sitz der Bewegungsstiftung. Wer die neuen Bewegungen fördern möchte, ohne selbst auf die Straße zu gehen, kann das mit ihrer Hilfe tun. Sie finanziert zum Beispiel den Politikwissenschaftler Christoph Bautz, Gründer des Internetforums Campact. Ja, mit Campact wollen wir eigentlich die Chancen, die das Internet für soziale Bewegungen liefert, stärker nutzen und nämlich zum einen Bürgern Beteiligungsmöglichkeiten geben und zum zweiten sehr kurzfristig über das Internet politischen Druck entwickeln. Ja, Campact, der Name, ist ein Teil des Programms. Es geht nämlich einmal um Kampagnen, dass wir aktuelle Kampagnen anbieten zu verschiedenen politischen Themen und dass Leute aktiv werden. Das ACT im Namen, Campaign and Action. Kampagnen, die wenig bringen, wenn der Einzelne sie unternimmt, aber die sehr effektvoll sind, wenn Zehntausende oder Hunderttausende Menschen sich in kurzer Zeit daran beteiligen. Abgeordnete reagieren besonders auf Post aus ihrem Wahlkreis, weil das natürlich potenzielle Wähler sind. Und deswegen bieten wir immer wieder Aktionen an, wo Bürgern ihrem Abgeordneten schreiben können. Und hier zum Beispiel eintreten dafür, dass Nebeneinkünfte von Abgeordneten offengelegt werden. Hier gibt mir jetzt seine eigene Adresse ein und aus der Postleitzahl kann der Aktivist dann gleich ersehen, wer sein Abgeordneter von vor Ort ist. Ich kann zum Beispiel hier dem Abgeordneten Reinhard Grindel von der CDU eine E-Mail schicken und bekomme jetzt hier einen vorformulierten Text, den ich noch ändern kann, wenn ich möchte und der hier auch schon mit meinem Namen unterschrieben ist und den ich jetzt absende. Ja, auf unsere Internetkampagnen weisen wir auch immer wieder mit Aktionen im realen Raum und nicht nur im virtuellen hin. Zum Beispiel waren wir vom Deutschen Bundestag mit 20 weißen und schwarzen Schafen und haben gesagt, Nebeneinkünfte müssen offengelegt werden. Nur dann kann man die schwarzen Schafe von den weißen unterscheiden. Wenn man wer das Geld hat, hat Immunität, Immunität und Privilegien. Zu bequem, das System ist bequem, doch der Schlafe wird erwachen und sich übersehen. Alle aufwachen, alle aufmachen, alle Mann. Lass uns aufstehen, lass uns rausgehen, aus dem System. Ich denke, dass die Kluft zwischen dem, was die politisch Verantwortlichen machen und dem, was die Bürger wollen, immer größer wird und dass daraus Politikverdrossenheit entsteht und dass wir eigentlich gerade Menschen, die wenig politische Aktivitäten gerade noch entfalten, Möglichkeiten geben müssen, wieder politisch aktiv zu werden. And how
wie ein Konglomerat spezieller Gruppen oder Interessengruppen geeint werden kann, ob es zu einer allgemeinen Bewegung in Richtung links wird, ist wahrscheinlich eines der entscheidenden Probleme, mit denen die Linke zukünftig konfrontiert werden wird. Und ganz klar, sie hat noch nicht einmal begonnen, sie zu lösen. Letztlich braucht man eine Organisation auf internationaler Ebene. Ich will damit nicht sagen, dass die traditionellen Staaten verschwinden müssen. Aber es ist klar, dass wir eine Republik auf globaler Basis anstreben bzw. die Vorstellung einer Weltrepublik entwickeln müssen. Die Grundsätze der neuen Bewegungen wie ATTAC und anderen und die Strukturen der NGOs bergen meines Erachtens die Keime solcher weltumfassenden Institutionen, die wir anstreben sollten. Die Zukunftsvision. Der Globalisierung ein menschliches Antlitz geben. Eine internationale Plattform für Linksgründen, in der alle Bewegungen und Organisationen vereint sind. Sie könnte den Widerstand gegen die unsterblichen Giganten organisieren, die nur das eine wollen, in kürzester Zeit größtmöglichen Profit. We must, however, think of other possible agencies. Wir müssen auch andere mögliche Institutionen bedenken, die als Entscheider in der heutigen Welt agieren. Firmen oder private Organisationen, die in der derzeitigen Situation des Kapitalismus nicht nur politisch äußerst mächtig sind, sondern auch enorm reich, enorm wohlhabend. Deshalb sind sie in der Lage, das zu unternehmen, was früher dem Staat vorbehalten war. To what extent, for instance, in welchem Ausmaß man diese Organisationen umwandeln kann, um ihren bislang einzigen Zweck der privaten Profitmaximierung auf etwas ganz anderes auszurichten, das wird eins der großen Probleme werden. Reine Profitmaximierung ist auf Dauer nicht ohne Risiko und Nebenwirkung. Es liegt im eigenen Interesse der Unternehmen, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Das betonen sie zumindest gerne. Und Rezepte zur Armutsbekämpfung sind längst kein Geheimnis mehr. Die analytischen Methoden des Marxismus sind ja nach wie vor sehr gut verwendbar. Eines dieser analytischen Werkzeuge ist zum Beispiel zu gucken, wie sind die Produktivkräfte tatsächlich entwickelt. Was gibt es denn eigentlich an Technologien und Möglichkeiten, um Armut weltweit zu bekämpfen? Und ein herausragende Funktion, also wenn man so will, Merkmal von Armut ist zum Beispiel das Nichtvorhandensein von Energie. Kein Strom, keine Wasserversorgung, mangels Pumpen, mangels Elektrizität, mangels Kraftwerken. Und auf der Ebene zum Beispiel haben sich die Produktivkräfte, wie wir früher gesagt haben, sagenhaft entwickelt. Es gibt unglaublich viele gute Technologien, die ohne den Planeten zu zerstören, jedermann auf dieser Welt mit Strom und Energie und Wasser versorgen könnten. Ja? Man kann mit relativ einfachen Maschinen zu ganz billigen Preisen mehr Wasser entsalzen und überall Wasser hinbringen, wo Wasser gebraucht wird. Ja? Man kann mit Photovoltaikanlagen in den ärmsten Dörfern genügend Strom schaffen, damit die Leute Radio, Fernsehen, Wasserpumpen und Licht haben. Mehr brauchen sie eigentlich nicht. Man kann das alles tun und man muss dafür sorgen, dass es Unternehmensstrukturen gibt und Investitionsmöglichkeiten in diese Bereiche. Und das geht nur über den Einfluss von Politik und eben auch über konzertierte Politik von mehreren Regierungen zusammen. Aber es gibt erfolgreiche Modelle und es gibt erfolgreiche Projekte und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dafür zu werben. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Heute heißt es anders. Ja, basta, es reicht, riefen die Zapatisten 1994. Que se vayan todos. Auf das sie alle gehen, war das Motto des Aufstands in Argentinien 2001. Stop the war. Wir sind das Volk. People, not profit. Not in our name. Hasta la victoria. Our world is not for sale. Eine andere Welt ist möglich.
c'è stato anche il movimento 68, io avevo poco più di 40. Während der 68er Bewegung war ich etwas über 40. Damals bewegte man sich auf eine gewisse Weise. Das waren heilige Instanzen, die besagten, auf die Bedeutung des Individuums zu achten, auf das Kollektiv, die Frauen, das kulturelle Problem, das Problem der Liebe und so weiter. Freiheit, die aus Anteilnahme gemacht ist, aus dem Teilhaben und nicht aus der Delegation von Dingen, gegen das Delegieren. Dentro e non gestire le cose e delegare contro la delega. E questi sono ancora principi che. Das sind Prinzipien, die auch heute zählen, von denen wir auch heute verlangen, dass sie beachtet werden. Schluss mit dem Delegieren. Schluss mit den Parteien, die glauben, das Recht zu besitzen, quasi Gott gegeben, das Leben der Bürger zu bestimmen. Nein, sie müssen zuhören. Alle müssen zuhören. Auch die, die das Sagen haben. Vielleicht lernen sie etwas. Devono ascoltare tutti quanti, quelli che hanno qualcosa da dire, forse da imparare. Io credo che todos los seres humanos. Ich glaube, dass wir alle als Wesen auf die Welt kommen, die sich die Umstände, in denen sie sich wiederfinden, nicht ausgesucht haben. Wir werden in politische Systeme hineingeboren, in soziale, familiäre, erotische Verhältnisse, die wir nicht gewählt haben, die sich uns aufdrängen, die die Gesellschaft uns aufdrängt. Das Wort links bedeutet eine soziale Konzeption der Gemeinschaft, das heißt, im Gegensatz zum Nebeneinander isolierter Individuen, das Streben nach einer verbundenen Gesellschaft, die die Schwächeren beschützt und die Vorstellung teilt, dass alle Menschen, trotz unterschiedlicher Schicksale, im Grunde gleich sind. Hier stand früher das größte Stalin-Denkmal der Welt, ein Ungeheuer aus Granit. Und als Stalinismus zu Ende war, hat man die Statue gesprengt. Und sehr lange stand die Fläche, eine sehr schöne Fläche über Prag gelegen, leer. Und jetzt nach der Wende hat man hier einen großen Metronom gebaut, als eine mobile Statue, die Zeit zählt. Und ich denke, das ist ein guter Ersatz, an die Zeit zu denken, die für alle tickt, auch für die Diktatoren, aber die tickt auch für uns, für unsere schöne Welt. Also das ist so eine Mahnung, dass wir aktiv sein sollen. My share of loot.